Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Samstag. Ja, hier ist er wieder, der Andy. Und der Weg zum Milliardär im LS19. Die Milliarden-Challenge, Ausgabe 453 müsste es, glaube ich, sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Und von daher, ja, schauen wir mal, wie das aussieht. Mal gucken, ob denn hier schon... Ach, wir müssen hier nochmal zurückgeben, sehe ich gerade. Da ist aber noch einer gekommen. Ah, oh, sehr schön. Können wir auch noch jetzt zurückgeben. Sehr schön. Kommt der gerade richtig? Ja. Dann können wir das Gerät mal hier zurückgeben und direkt ein anderes leihen, uns ausleihen. Ja, Andy mietet jetzt. Ich leihe jetzt Geräte. Weil, ne, ich habe mir jetzt überlegt, für die letzten 30 Tage werde ich mir jetzt hier nicht noch ein paar Sämaschinen hier anschaffen oder noch mal ein paar Flüge. Was wir jetzt brauchen, zusätzlich, das mieten wir uns eben und dann ist gut. Ist ja jetzt nicht so, als wären wir hier bei armen Leuten oder so. Wir können uns das ja leisten. So, gehen wir einmal hier zurück, gehen wir einmal drauf. So, wupp. Ich glaube, die müssen wir auch noch reparieren. Gehört sich zumindest so, würde ich sagen. Ja, nochmal reparieren lassen. Wobei, ne, normalerweise, wenn du einen Mietwagen ja zurückbringst. Oh nein, was haben wir jetzt gemacht? Oh nein, oh, schon wieder falsch. So, wie weit ist er denn jetzt hier also das sieht so aus, als würde er langsam hier zum Ende kommen. Das wäre schon mal phänomenal. Wenn der Andy dann wirklich mal geschafft hat, das Feld da für dich zu grubbern. Oh, falsches. So, okay. Jetzt aber. Ah, da kommt direkt schon der nächste. Auch gut. So, zurückgeben. Yep. Kuckuck. Mein Gott, oh, mächtig dunkel hier. Ja, willkommen in der Nacht. In Nordfriesland. Ja, auch im Dunkeln ist hier ganz gut munkeln. Und arbeiten tut man hier auch noch. Solange wir noch können. Solange wir noch können, werden wir hier Feldarbeit machen. Wird das hier gnadenlos jetzt durchziehen. Ja, Freunde. Gnadenlos. Wird das jetzt hier durchziehen. Die Nacht muss genutzt werden. Jeder Korn, den wir in die Erde bekommen, heißt, können wir früh ernten. Und umso früher wir ihn ernten können, umso früher können wir ihn verarbeitet haben. Hey, hallo? Warum hast du ihn jetzt nicht zurückgegeben? Aha, okay. Sagen, hallo? So, das heißt, jetzt müssen wir uns mal eben schnell hier mal noch eine Sämaschine ausleihen. Ich sehe schon. So. Dum, dum. Ah, ne, ah, nix kaufen. Mieten. Mieten, ne. Ja, komm mal hin hier. Dauert sehr lange, bis der mal so einen Mietvertrag geschrieben hat. Ey, das ist echt irre. Ah, jetzt ist er fertig. Gott sei Dank, ey. Können wir endlich mal hier zur Tat schreiten. So, hier mal hier raus. Welchen immer? Nehmen wir hier Nummer 1. Nummer 1 hat den Preis gewonnen. Ne, wir nehmen Nummer 2. Gefällt mir besser. So. Auf geht's. Bup. Du darfst auch noch. Ja. Darfst auch noch mal raus aufs Feld. Hast auch noch keinen Feierabend. Oh, Chef, hab doch schon so viele Stunden heute hier runtergebuggelt. So viel gepflügt hier. Tut der Arsch weh. Vom ganzen Sitzen rumgehoppel. Auf dem Acker. Ach komm. Das ist ganz angenehm. Das kannst du aber einfach die Pflüge so mal drüber fahren. Kennst du doch schon aus da. Kannst du direkt nochmal eine Runde hinterher sehen. Ja, ich sag mal, ne, wir haben es ja hier im Landwirtschaftssimulator relativ gut, muss ich mal sagen. Weil
Hab diese Woche mal so bei der realen Landwirtschaft mal so ein bisschen vorbeigeschaut. Und da haben wir einen Streamer angeschaut. Übrigens, Grüße gehen an dieser Stelle raus an den Agrarservice. Mecklenburg-Vorpommern, also MVP. Ich denke mal, ne, das heißt Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, also war sehr, sehr interessant. Er war mit einem Krone Big M 420 unterwegs und war da Gras am Machen. Weiß nicht, ob er es geschnitten oder gehäckselt hat. Auf jeden Fall, ja, ist danach dann halb ein Schwader gekommen und glaube ich, in Jaguar haben die und Pickup. Dann wird der Ganze nochmal gehäckselt und dann wird der Ganze in Silo gefahren und dann wird daraus ja, Silage gemacht und die Silage wird dann, glaube ich, für Futter gebraucht oder so. Und ich glaube, nächste Woche machen sie, glaube ich, Mais. Maismulchen. Habt ihr noch nie gesehen. Also von daher, da bin ich mal gespannt drauf. Habe ich noch nie gesehen. Aber die brauchen zum Beispiel, um dann das Gerät dafür umzubauen. Ja, also hier ist es ja so, du fährst zum Shop, zack, zack, kaufst dir ein neues Anbaugerät, alles ist gut. Machst du dran und dann kannst du loslegen. Ja, in der realen Landwirtschaft sieht das ein bisschen anders aus. Also ne, nur um allein diesen Krone Big M da umzubauen, brauchen die einen ganzen Tag, um die ganzen Klingen auszutauschen. Ja, hallo Julia. Einen Tag, wo du nichts anderes tust, als wie an den Dingen herumschrauben. So, Roggen war mal, glaube ich, dabei. Wollten wir ausbringen. Und wenn ich jetzt das noch richtig im Kopf habe, waren wir auf Feld 45 unterwegs. Ich bin schon ein bisschen, ne, also befinde mich gerade im besten Alter meines Lebens. Also von daher, um Gottes Willen, ich will ja nicht klagen hier, ne? Also vom Alter her, hab alles, was ich brauche. Naja, alles nicht, aber kann mich zumindest mal nicht beklagen. So, haben wir hier. Da haben wir. Wunderbar. Da würde ich sagen, auf geht's. Ja, was ist denn los? Ah, hat der keine Lust? Was? Was ist denn los? Wieso hast du hier Verkehr? Sieht aber ein bisschen komisch aus. Hallo? Hallo? Was macht ihr denn hier? Hallo? Kollegen? Kollegen? Was wird denn das jetzt hier, wenn es fertig ist? Nee, Freund. So nicht. Komm, ab. Oh. Ich bin wieder aus dem Spiel hier raus. So, gucken wir, ob wir das dann jetzt hier halbwegs verhindern konnten, dass sie hier ineinander fahren. Nee, anscheinend nicht. Oh, und ich bin schon wieder aus dem Spiel draußen. Das hat ja super hier funktioniert. Ist denn das jetzt hier? So, jetzt aber. Ah, hört. Okay. Feld 65, 66. Jetzt kommen die sich hier in den letzten Metern noch in die Haare. Das ist ja mal. Oh! Und da kommen noch zwei. Wenn das jetzt mal gut geht. Aber bis jetzt ist es gut gelaufen. Also muss ich mal sagen. Bis jetzt war das eigentlich ganz gut. Es läuft auch weiterhin gut. Wie ist jetzt hier schon auf dem Vorgewinde oder was? Also auf dem Nachgewinde. Alter Walter. Gehen wir mal hier zur Sache. Ratzfatzia. Ich meine keine halben Sachen. So, hier unten sind sie am Flügen. Das sieht doch mal ein bisschen komisch aus, ja? Was die da so flügen. Jetzt hätten sie wieder irgendwo die Hälfte vergessen oder so. Danach sieht das irgendwie so ein bisschen aus. Müssen wir uns nachher mal angucken. Dann sieht ein bisschen komisch aus. Aber naja. Wie weit ist denn der Kollege hier? Oh, oh.
Das sieht ja auch mal aus, als würde hier mal fertig werden. Wie sieht es denn hier mit dem hier aus? Ich glaube, der fällt jetzt zum dritten Mal dieses Feld. Aller guten Dinge sind drei, oder was? Jetzt habe ich auch ernsthaft hier immer noch. Oh, der Fahrzeugverband an. Oh, nee, ne? Na gut, da hat aber jetzt keinen Versatz drin. Der braucht noch 45 Minuten. Wofür brauchst du jetzt 45 Minuten? Das musst du mir jetzt mal erklären. Wofür brauchst du hier noch 45 Minuten? Das musst du mir jetzt auch mal erklären. Nee, das Feld ist gegrubbert. Also da mache ich jetzt hier überhaupt gar kein Federlesen mehr. So, Ende aus Mickey Mouse, mein Freund. Jetzt ist Schluss. Du hast für heute Feierabend. Hast oft genug hier das Feld von A nach Z, von Z nach A fahren. So, schick mir da auch mal jetzt zum Hofanbau. Und dann würde ich sagen, suchen wir mal eben schnell hier die Sägemaschine. Die steht hier irgendwo am Feldrand rum. Gehen wir mal Richtung Licht. Das ist immer gut, wenn man irgendwo Licht hat. Haben wir irgendwo einen Orientierungspunkt. Das ist, glaube ich, irgendeine Produktion, die da hinten so leuchtet. Hier haben wir auch ein paar Lichter. Also von daher ist ja nicht so, dass das ganz dunkel hier wäre. Aber hier ist schon dunkel, wa? Wenn ich diese Laterne ausmache, dann seht ihr fast gar nichts mehr. Also ich vermute mal nicht, dass ihr diesen Himmel hier seht. Mit den Windrädern da drin. Könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gesehen habt. Sah schon nice aus, muss ich sagen. So, jetzt müsste hier eigentlich irgendwo die Sägemaschine stehen. Hallo? Oh, guck mal, da steht sie. Da sitzt sogar einer drinne. Macht mir jetzt aber Angst. Da einer drinne sitzt. Warum ist der Kurs nicht mehr geladen? Ne? Was hat denn schon wieder hier? Ey? So, wollen wir den Kurs erstmal wieder hier laden. So, vor allem müssen wir mal den Fahrzeugverband mal hier ausmachen. Das wäre auch eins prickelnd. So, gut. Dann gehen wir hier auf Feld 53. Da haben wir doch. So, säen. Am ersten Wegpunkt. So, mal gucken, wo ist der erste Wegpunkt? Vielleicht ein Stück weit. Ja, alles klar. Sind wir ja schon ganz gut in der Nähe, würde ich sagen. Und er fährt los. Ja, sehr schön. So, dann heißt hier, geht jetzt auch voran. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ich bin ja begeistert. Ich bin ja sowas von begeistert. So, das heißt also, das ist jetzt auch gleich mal Geschichte. Warum hier ab und zu mal so Felder hier so schwarz auftauchen, ist mir schon ein bisschen komisch. Wisst ihr denn? Dann geht's wieder weg. Wenn ich ja weiter rausgehe, ist es dann wieder schwarz. Ah ne, dann wird's wieder normal. Sehr merkwürdig. Habt ihr das auch? Könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben. So, hier sehe ich komischerweise 1, 2, 3. Was macht der denn hier? Sieht so aus, als würde der hier sehen. Aber das sieht irgendwie ganz komisch aus. Jetzt wird er hier in der Mitte fahren. Hä? Hier haben wir noch 4 eingesetzt. Wie geht das denn? 1 links. Aha, okay. Sieht schon ein bisschen komisch aus. Vor allen Dingen, ich sehe hier nichts. Dass der hier irgendwas machen würde. So, 1 links, 1 rechts. So, was haben wir hier? Das ist 2 rechts, oder? Genau. So, und wo ist der Kollege 2 links? Wo ist Kollege 2 links? Wo ist der denn abgeblieben? Hallo? Den haben wir eben losgeschickt. Bin ich mir relativ sicher, dass wir den eben losgeschickt haben. Oder habe ich ihn jetzt zum falschen Feld gejagt? Oieieiei. Ich sehe aber auch hier keinen. Weil der müsste ja irgendwie hier oben rumfahren. Hat der Kollege gesagt, nee, mach ich nicht, Schnuppert. Hier steht einer. Ah, Moment. Nee, das ist der Wasserfahrer, okay. So. Hier steht einer ohne Warntafel, ja, okay. Aber... Wo ist denn der Kollege abgeblieben? Hallo? Hier oben fährt ein T8 rum. Ja, das ist auch klar.
So, hier fährt ein 870er. Das ist der, der die Silage fährt. Das müsste einer sein, der Futter fährt. Da ist nochmal, ich glaube, der fährt Gärreste. Da unten haben wir noch einen stehen. Hier haben wir unseren Vario, der unsere Gülle fährt. Aber wo ist denn der Kollege hier abgeblieben? So, das ist der. Hallo? Ach, Moment mal, hier kommt doch noch einer. Da ist doch ein. Oh Gott, der ist aber. Ah, der ist noch gar nicht da. Okay, so, das war der. Oh. So, das waren der zwei links, ne? Zwei links, zwei. Ja, genau. Gut. Alles gut. Das heißt, dann können wir den auch hier wieder zum Hof zurückschicken. Und da leihen wir uns jetzt so eine Sämaschine mal eben schnell fällt ein 500 Gas drauf. Schwierig. Weiß ich, wie lange der hier noch braucht. Die brauchen da noch ein bisschen. Hoffe ich, dass ich das heute noch fertig kriege. So, was sollte dann da drauf? Achso, hier auf der Insel kommt Mais drauf. Also auf die zwei Felder kommt Mais drauf. Weiß nicht, ob wir das häckseln werden. Das will ich noch nicht. Oder ob ich das pflücken werde. Beim Häckseln könnte das ein bisschen schwierig werden. Das sehe ich schon. Ich würde sagen, ich leih mir noch eine Sämaschine. So. Und. Ach, brauche ich gar nicht. Lass mir ganz, ja, ganz normal in den Naturfarben hier. Ah, nein, nicht kaufen, mieten. Es dauert halt wieder 3 Stunden, bis er den Mietvertrag unterschrieben hat und ausgefüllt und auch weiß der Geier, was nicht alles. Das ist immer so ein bürokratischer Aufwand. Dauert viel zu lange. Ich will das Gerät haben und direkt loslegen können. Nix hier, ey. Du musst warten. Oh, jetzt fertig. Uiuiui. Okay. Hoffentlich hat er jetzt alles auch richtig ausgefüllt. Mal später mal kontrollieren. Den Mietvertrag, ja. Nicht, dass er mir noch eine Waschmaschine zusätzlich verkauft hat. Oder eine Spülmaschine. Oder einen neuen Herd. Obwohl heute, ne, Kaufmann ist ja getrennt. Heute ist ja alles getrennt. Was ich auf der anderen Seite gut finde. Ist der Backofen kaputt, brauchst du den ganzen neuen Herd zu kaufen. Sondern dann kaufst du einen neuen Backofen, dann ist gut. Und ist das Zerranfeld kaputt, dann kaufst du ein neues Zerranfeld. Feierabend. Du willst kein Zerranfeld mehr, sondern was weiß ich, Induktionsgerät. Origol. Dann kaufst du halt das. So, da mal Gras. So, und das Gras machen wir jetzt auf Feld 51. Ach, Feld 51, mein Freund. So, da. So, machen wir ein Deckelchen hier auf. Genau, machen wir ein Deckelchen auf. Sehr schön. Mach auf das schöne Deckelein. Deckelein. Ach nee. Oh Gott. Andy hört singen auf, der Milch wird sur in den Kühlschrank. Ja, habt ihr gehört. Habt ihr gehört. Ach nee. Ja, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Seht ihr denn noch was? Also, ne? Also, wenn ich hier nicht wirklich volle Beleuchtung anmachen würde an dem Dingen. Ne? Also nur die normale Standardbeleuchtung, wird schon schwierig. Oder? Dann sieht man fast gar nichts mehr. Ist fast schwarz.
Das ist aber das einzig Positive. Man kann jetzt die Schrift lesen. Die kann man jetzt super lesen. Also. Gott, das geben wir ja alles ab, ne? Das geben wir ja alles so ab. Hallo? Hallo? Danke. Das ist das Bild wieder. Gut. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Er wollte jetzt nicht mehr. So. Feld 51 grubbern. Wo habe ich denn Feld 51 sehen? Habe ich ja schon gemacht. Hallo? Habe ich aber sicher. Da bin ich aber sicher. Da wollte ich gerade sagen. Hallo? So. Abfahrt einstellen. Jawohl. Und ab geht's. Ab mit der Katz. So, ist er auch unterwegs. Wir gehen nochmal zurück zum Hof. Wir sind hier am Hof. Wenn ich jetzt wieder an Hof gewöhnt habe, dann sage ich die ganze Zeit, na, wenn wir auf der Ranch sind, wieder Hof. So, Licht an, damit ich nicht wieder hier gegen die ganze Gebäude hier renne. Ich sag mal, ne, solange die alle beleuchtet sind, geht das ja noch, aber... Wenn dann so von hinten kommt und die Beleuchtung ist vorne, dann ist das schon schlecht. Ach, guck mal hier. Unser Klasi. Ja. Unser Klasi ist auch mal hier angekommen. Wie viele Stunden hat er jetzt? 27,8 Stunden. Kann man mal sehen, wie viel er gedüngt hat. Dabei hat er 176 Kilometer hat er abgerissen. Respekt. Echt, so viele Kilometer. Aber kaum Verschleiß. Aber das liegt doch daran, ne, muss ich auch dazu sagen und ehrlich sein, hier ist bei Curseplay, sobald er unter 25% kommt, wird er repariert. Automatisch. Also von daher, ne, wenn er da im Einsatz ist bei Curseplay und kommt da unter die 25%, wird er automatisch repariert, damit er mir nicht irgendwo am Feld dann verreckt. Da habe ich nämlich ja keinen Bock drauf. Nee. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also, das ist nicht meins. Sorry. So, ab und zu mal immer wieder ein bisschen auf die Uhr gucken, aber ich habe vergessen, meinen Timer nämlich zu stellen. War mal wieder clever, der Andy. So, den haben wir schon mal vorbereitet hier für Pflege, ihr Dödelrad. Wenn wir also nochmal das ein oder andere Feldfleisch im Frühjahr nochmal düngen müssen, können wir den hier nehmen. Mit Pflegebereifung. Wuff. Ah, ich liebe dieses Geräusch. Wuff, nochmal. Ah, ehrlich. Sehr realistisch dieses Geräusch, wirklich. Stark geil. So. Er hat aber irgendwann mal versprochen, glaube ich, eine Liste meiner Mods mal zu veröffentlichen. Bin nochmal nicht zugekommen, obwohl das ja eigentlich relativ simpel ist. Mal gucken, dass ich das jetzt irgendwann nochmal mache. Achso, Moment, wir haben noch hier eine Parkposition, oder? Mal eben schnell gucken hier. Hafen wir mal hier drüber. Warum zeigt er die mir jetzt hier nicht an? Naja, egal. Ah, da. Ja, hat er doch. Alles klar. Wunderbar. Wunderbar und tschüss. Matiot. Fahrpark. Und lass schön ruhig. So, da war der nächste Kollege hier. Der ist wieder bei euch angekommen. Oh, der muss immer mächtig hier repariert werden, der Kollege. Hallo. 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 Was ist los? Magst du mich nicht? Hallo. Hallo, ist hier? Oh ja. So, können wir jetzt fahren? Ne?
Ah, tanken kann ich ja schon mal. Ah, das ist ja schon mal. So, tankt er auch weiter. Nur fahren will er nicht. Nein? Ich kann lenken, ja. Alles gut, ich kann lenken. Aber fahren, vorwärts, rückwärts, nein. Ist irgendwie die Bremse hier drin oder was? Nö. Kann nicht sein. Sehr schön. Ah, ich kann auch Motor schon mal ausmachen. Das ging eben nicht. Ah, okay. Scheint so, als hätte er sich jetzt berappelt. Aber er steht da irgendwie immer noch auf Geschwindigkeit. Warum auch immer. Hey, mach mal, was ich will, da passiert gar nichts. Ja, keine Ahnung. Müssen wir ihn erstmal da stehen lassen. Aber ich kann ja schon mal Motor ausmachen. Uiuiuiui. Kollege, da hast du aber mal, ne, aber mal nicht so toll gearbeitet. Da muss ich mal sagen, du, da hat er aber doch eine ganze Ecke da stehen lassen. Das habe ich auch genau gesehen, aber sowas von. Aber sowas von, habe ich das gesehen. So, er fährt nochmal, okay. Dann ist ja gut. Wollte gerade sagen, ich wäre jetzt nochmal eine Nummer zu viel geworden. Aber irgendwie... Hä? Was macht der jetzt hier? Naja, auf welcher Position ist er hier unterwegs? Einzelling, okay. Ach, er macht jetzt da dieses Löchlein dazu. Okay, okay, okay. So, und das ist der hier, der in der Mitte unterwegs ist. Okay. Ah ja. Bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Wow, er hat schon zwei Bahnen hier unten gesehen. Der ist auch in einem irren Tempo hier unterwegs. Alter, ihr Falter, wie schnell fährt der denn? 17. Wow, das ist ja schon, das haut mich ja echt von den Socken hier. Also, da ist ja selbst die Seemaschine hier schneller. Im Moment nicht, aber ich glaube, wir müssen die Geschwindigkeit hier nochmal erhöhen. Oh, steht hier auf 20, hallo, kein Wunder, hat der hier nicht aus dem Quarkhütte hier. Kein Wunder. Worauf steht denn hier die Seemaschine? Auf 20? Ja, 24, so. Jetzt aber. Ja, und dann wird es auch Zeit, am heutigen Samstag mich auch mit der zweiten Folge hier zu verabschieden von euch. Und ja, die dritte Folge wird dann auch noch im Dunkeln sein. Wird euch noch ein bisschen hier im Dunkeln noch mitnehmen. In der Nachtschicht. Ja, wir legen immer noch eine Nachtschicht ein. Wir machen noch eine Runde Nachtschicht, würde ich sagen. Und dann hoffen wir, dass gleich alles fertig ist. Ah, wovon träumt ihr nachts, ey? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Also der könnte ja in 7 Minuten fertig sein, ja. Aber die anderen, da bezweifle ich mal. Also da müssen wir noch ein bisschen länger in die Nacht gehen. Also von daher, ja. Ich sage danke für alle, die wieder reingeschaut haben, die einen Kommentar da gelassen haben, die ein Like da gelassen haben. Vielen Dank dafür. Und nochmal einen ganz besonderen Dank an diejenigen Zuschauer, die immer von Anfang bis Ende sich das Video angucken. Vielen, vielen Dank dafür. Und das war es an dieser Stelle von mir. Um 10 Uhr kommt noch ein Video. So eine Folge nachholen von letzter Woche, was ausgefallen ist. Und um 11 Uhr bin ich dann wieder live. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, euer Andy und bye bye.